Ich fliege, hallihallo und herzlich willkommen und wieder weg. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade hier, also das Spiel ist abgestürzt. Ich bin gerade hier bei Shamal. Wir haben das Shamal fort wieder eingenommen, haben die Mauer verteidigt vorher, weil so extrem viele kleine Kittys da waren, die wie Fliegen gefallen sind, als wir angekommen sind, und habe mir dadurch 2300 Warzone-Punkte geholt. So, wir gehen weiter durch den Teleport. So, und sehr lange jetzt. Gut. Aha. Okay, Humsi ist noch oben. Okay. So. Nun gut, dann haben wir gesagt, wir gehen herab, oder? Kommt mit, Schätzchen. Ja. Schön Fortschlachten jetzt machen. Ich muss nicht mehr in Gefahr laufen zu verlieren oder so. Ich bin eigentlich recht zäh geworden. Okay, glaub ich mal, schauen. Einfach mal kurz, schauen mal. Oh, schaut euch wieder Ding-Dancer. Ah, jetzt weiß ich wieder den Namen nicht. Ja, dass es zurückgelaufen hat. So, schau mal. Steht etwas? Kommen wir überhaupt jetzt etwas über? Nein, wahrscheinlich nicht. Nur bei Eroberungen auf fremdem Terrain. Gut. Da muss ich noch ein bisschen lernen. Schaut mal, wer da ist. Bekommt er überhaupt Schaden? Der ist AFK oder wahrscheinlich am Lecken. So. Oh, der gibt ja ganz viel. Sehr schön. Sodele. Der Humsi ist wieder. Sunny Angel. Da Klostert. Das sind alles sehr berühmte Leute. Der Zedox ist auch hier. Okay, der habt ihr gesehen. Die Animation war auch nicht da. Also das Fenster. Momentan recht buggy, aber... Hä? Bugs schreckt uns doch nicht um. Die können schon hier bleiben, wenn sie nicht so böse sind wie... ja, ein Beispiel habe ich jetzt gerade nicht, aber ich habe schon ein paar gehabt. Weiß jetzt nur nicht genau, wie sie waren. Ah ja, genau. Ich greife einen Gegner an. Er greift nicht an, macht mir aber Schaden. Ich greife ihn an, mache Schaden. Und dann, ganzer Kampf machen wir gar nichts. Stehen nur nebenbei und kämpfen. Nur einfach dabei stehen. Das ist zum Beispiel ein Bug, der ja nicht so schön ist, wenn man doch gerne wissen will, wie es uns steht und so. So, außerdem werde ich jetzt bald wieder die Xymerin aufladen, hochladen. Und wenn jetzt wieder passiert, dass ich zu wenig bekomme, werde ich richtig mal ein Wort mit denen reden. Das ist ja Wahnsinn. Die können doch mir nicht nur 40% der Xymerin geben. Das ist eine überaus große Frechheit. Wenn die das nicht verwickeln können, dann sollen sie mir 40% dazugeben. Das ist ja ihre Schuld. Dann verdiene ich 40% mehr. Beziehungsweise bekomme 40% mehr Xymerin, aber nicht 40%, 60% weniger. Das ist eine große... Das ist eine Freche. Und wenn man die E-Mail gamigo@regnum.de oder so anschreibt, man bekommt nichts. Man bekommt keine Rückmail. Man weiß gar nicht, was geschieht. So sind die Game Master momentan. Richtig inaktiv und schlecht. So schade. Einmal hin, alles drin. So.
geschehen. Die haben ja sowieso ab. Wenn man die Spiele Popo zucken, bringt's nicht. So. Leveln tun wir auch gut. Jetzt habe ich ungefähr von hier ein bisschen weniger. Von hier also. Bis hier gelevelt. Nur durchs Reichsschlachten, also nur durch Schanarik-Kessel und Mauer und jetzt hier dann bald noch ein bisschen mehr dazu. Ah, das geht gut. So. Und schauen wir mal, wer da oben ist. Ein Wächter. Ja, komm, ey. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist eine schlechte Kamera. Die Kamera sollte sich automatisch justieren, wenn man irgendwo dahinter ist, dass es automatisch durchgeht. Aber die Kamera ist so dumm wie das gleiche, wie das Spiel selbst. So. Also, es scheint, als spreche eine andere Sprache. Genau. Ah, das war wahrscheinlich der Magier noch von vorher. So. Der Roy ist hier. So, der gehen wir raus. Haben wir bekommen. Vom Mächte haben wir gar nichts bekommen. Oh nein, töte ihn nicht. Nein, das war ein mega schwacher. Oder Eira ist stark. Ah, ich wollte auch ein bisschen Punkte haben. So eine Frechheit, oder? Da ist Gorion, der war schon beim Bauer dabei. Was er kann, ist fliehen. Alles andere kann er nicht. So. Er flieht wieder, er flieht schon wieder. Also er geht immer so rückwärts. Er flieht nicht richtig, aber... So. Halt mich mal bitte. Er greift mich natürlich an, weil ich der Schwester bin, aber der bekommt auch am wenigsten Punkte über. So. Oh, nicht schlecht. 8 Königsreichspunkte. Der hat wirklich mal das, was man machen muss. Einfach mal in die Gegnermassen reingehen und sich töten lassen, oder? Sondern ausspionieren. Ah. So nette Hütten. Die sind so nett. Ich guck mal, ich kann ja wieder abrennen. Abhauen. Ja, abhauen ist es ja diesmal nicht. Aber wenn man nimmt, dann springt, oder? Okay. Dann ist niemand mehr hier. Mit Springen kann man am besten abhauen. So. Wenn man denkt, die sind Level 50, 60 oder so. Und hauen ab von mir. Okay. Aber ich meine einfach, die sollten von mir mindestens nicht Angst haben, mich töten und dann abhauen, oder? Aber die haben halt zu viel Angst von anderen Hochstufigen. Ah, da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Ich lache ihn mal aus. Winken. Vertönen. Winken, winken. Winken, winken. Und der auch. Winken. Oh.
Da, coole Pfeile. Was ist das? Blitzschuss? Irgend so etwas. Verstrickter Pfeil ist das. Okay, da kann man so oft einsetzen, oder was? Okay. Nun gut. Die Hirten sind wahrscheinlich alle off jetzt gegangen. Jetzt sind nur noch die zwei hier. Oder was machen die? Ah, oh, scheint nichts. Tja. Ich will nicht mit, ich will hier bleiben. Ich brauche die Warzone-Punkte. Ich weiß nicht, wie viel man bekommt. Aber ich möchte dann noch schauen, was so die Händler dazu sagen. Weil das kaufen will ich mir schon, oder? Hm. Ah, so erfrischend. Heute so richtig heiß bei uns. Und wenn man jetzt so ein bisschen Rivella trinkt, dann so richtig erfrischend. Ah. Alle Limonaden sind ungesund, außer Rivella nicht. Also Rivella Blau. Das hat null Zucker eigentlich. Ja, ein bisschen Zucker hat es schon. Aber in Form von Kohlenhydraten. Und es ist auch noch gut. Es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Bier, habe ich so das Gefühl. Das sollte doch wirklich super sein, oder? Wenn man gesund trinkt. Da hinten ist jemand. Ah nein, der hat einen Zyklop angegriffen wegen dem Angreifen. Mein Mann muss immer wieder ab und zu jemanden angreifen. Damit man die Punkte noch bekommt. So. Ja, Ignis Janarit und Herbert Ford eingenommen. So. Hat irgendwas geredet. Seid ihr Schana. Aber wir sind ja, also er hat sie dann schon gesehen, dass wir nachher abgehen. Gut. Ah, das war vielleicht vorher, wo er wieder mehr Chat auf, also den Frage, ob ich chatten soll. Und dann hat es wahrscheinlich geschrieben. Okay. So, ja, aber die Bobs haben sich geärgert, dass sie bei zwei Invas nicht einmal das Tor aufbekommen haben. Der ist viel zu schwach. Oh ja, ich will ihn angreifen, ich will ihn angreifen. Ja, greift er jetzt nicht an. So, ich habe ihn einfach angegriffen. Ah, ich kann nicht. Wieso kann ich nicht trennen? So. Nein, ich will Gordon. Nein, nicht so schnell töten. Oh. Okay, ich habe ihn doch bekommen. So, die hauen wieder ab. Was sie am besten können. Nimm Premier, will ich töten. Dann hat Bridget Jones. Okay, die hat einen neuen Charakter. Hä? Die war doch nie Hase. Oder war die immer Hase schon? Muss ich mal nachschauen. Ja, dann hau ab. Dann hau ab. Das können sie am besten. Sie greifen immer mich an, das ist klar. Vielleicht sollte ich die Flügel wegnehmen. Und weil ich eben der Schwester bin. So. Um 9 Uhr waren ja mehr Saison. Ja, das stimmt. 9 Uhr war da, als ich in der vorherigen Aufnahme am Eferios-Kessel war. So. Jetzt kommen sie wahrscheinlich schon wieder.
Ja, in diesem Game ist so ein bisschen Balancing und so nicht so gut. Man sollte, wenn man von einem Spieler getötet wurde, irgendwie 5 Minuten warten, bis man wieder irgendwie aus einer Zone kann oder so. Siehst du, die kommen immer wieder. Oh Mann, ich bin gestorben. Ich treffe ihn nicht, aber er trifft mich. Oh. So eine Frechheit. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich die Belohnung gar nicht übel. Ah, mach doch endlich. Das können sie am besten. Dass man warten muss, wenn man halt stirbt, aber ja, wie soll ich sagen, der Weg ist weit. Das können Sie am besten. Man sollte machen, dass man, wenn man weit gehen muss, nichts warten muss, aber wenn man klickt und man hat es nicht weit, dass man dann warten muss. Aber ich hoffe mal, ich schaffe es bis dann noch. Wie lange noch? So, ich hätte wahrscheinlich mich wiederbeleben lassen sollen, aber ich mach's jetzt so. 10 Minuten. Thanks. Weil ich abgelenkt. Ja, ich hätte Ding waren ja Ding Beschi da, weil ich habe Fortschlachten gemacht, dass keine Beschis da waren. Und da muss man es natürlich machen. Deshalb, ich bin einfach ein bisschen abgelenkt. So. Ja, ich bin momentan ein bisschen scheiße konzentriert, scheiße drauf, aber können wir noch ein bisschen reisen, wieso nicht? So. Ja, das ist nett, was er macht. Das ist wahrscheinlich der Jäger. Der andere heißt ja irgendwie. Wie hieß er? War das nicht da? General. Ah, das ist da oben. Mann, ich bin jetzt richtig uns konzentriert. Nym Premier heißt er. Ah, Gorion. Gorion ist der Baba. Der macht nämlich recht viel Schaden, da muss ich aufpassen. So. Gut, das möchte ich ein bisschen größer. Ah, was ist denn mit der Kamera wieder los? Schlimm. Das größer machen, das kleiner machen. So. Ja, mehr geht nicht. So. Jetzt bin ich dann gleich wieder da. Gut. So, mal ein bisschen konzentrieren, bis ich da bin. Einfach so, dass ich ein bisschen die Konzentration wieder bekomme. Weil ich habe vorher gejoggt, trainiert, alles und dann hat man wirklich keine Konzentration auf Spielen jetzt und so. Dann ist man immer noch so am Regenerieren und meine Schwester und mein Vater reden gerade irgendwo im Gang, das höre ich, aber ihr wahrscheinlich nicht. Das lenkt mich ab und ja. 7 Minuten noch. Sehr gut. Habt ihr Party voll? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Man bekommt wie immer keine Antwort über Schade. Nun gut. Ich werde dann ja auf jeden Fall eine eigene Party machen. Wenn ich dann ja, Level 55 oder so bin. Und
Ja. Also wenn dann jemand Lust hat, mitzumachen und in meine Party will ich, lade sie natürlich ein. Also für die eben, die auch keine Party bekommen. Und ja, mal schauen. Im Livestream vielleicht dann noch. Also ich mache gerne Livestream wieder. Aber es müssen einfach Leute kommen und zuschauen. Meistens eben am Abend. Und dann habe ich wirklich Zeit, habe ich mehr Zeit. Hier in meinem Dorf, wir gehen immer dann noch ein bisschen laufen und haben noch Besuch meistens am Abend. Und deshalb geht es nicht. Aber wenn ich dann in der Stadt bin, dann nehme ich Livestream auf und muss ja dann nicht irgendwie, muss dann ja nicht irgendwo unten hocken am Tisch, wie die anderen es machen. Weil es ist alles frei dort. Ich liebe es. So eine richtig lockere WG, die eigentlich keine WG ist, weil man eigen wohnt, aber die Chance hat, so in einer WG zu sein. Und alles, dass alles gemacht wird, dass ich nichts machen muss. Gut, Zyklopen bezwingen. Ich möchte auch mindestens einen Ding noch angreifen, damit ich einfach auf sicher habe. Am Hügel vor dem Shop. Welcher Shop? Muss eigentlich der am Herbst sein, ja. Ja, da ist ein Hügel. So. Der ist bis hier gefolgt. Ja, genau, Killmann. Auch nur ein Schlag, damit eben der Timer zurückkommt. So. Ah, ich liebe meinen Panzer. Meinen Brustpanzer. Von hinten sieht er nicht so schön aus, aber ja, eigentlich von vorne auch nicht so, aber es ist wenigstens eine Farbe, was nicht Leder, also nicht braun ist. Das ist am schönsten. Los, Rojo hat nicht mal so einen dicken Panzer. Und die Ritter haben ja immer dicke Panzer, die haben schon mit Level 10 die ersten dicken Panzer. Und die Schützen haben eigentlich immer nur Leder. Dann ist es für mich auch nicht so eine Klasse, die ich gerne spiele. Und außerdem sind ja die meistens einfach die, wo am weitesten angreifen können, aber total keinen Schaden machen, nichts anrichten. Muss mal schauen, ob ich viele Resistenzen habe. Schlecht, schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Nein, nicht mal, ich habe sehr schlecht alles und die machen nur 20, ja, 20 bis 70 Schaden ungefähr. Sind wahrscheinlich schwache Schützen und Jäger. Vor allem bin ich völlig ungerüstet gegen Stichschäden. Und die Schützen können ja auch Stumpfschäden machen und Schneideschäden. Also völlig wir sind nicht 10 Mann über 55. Also ja, wahrscheinlich einfach 5 Mal. Jeder Mann ist 5 stark. Okay, ich bin 4 stark, aber ein anderer ist 6 stark. Ungefähr so. Aber eben, es geht ja relativ schnell jetzt mit dem Leveln. Und ich mache einfach den ganzen Tag die Reichsschlachten. Dann muss ich nicht immer Monster kloppen. Und ihr habt dann mehr Fortschritt zu sehen natürlich. Und ja. Dann geht's richtig los. Also ich werde jeden Tag werde ich Reichsschlachten-Videos hochladen. Und also eben Let's Play und ab und zu auch einzelne Videos. Und ja. Nicht mal. So. Ja, dann gehen wir nach Effe. Meinungsverschiedenheit. Verschiedenheit. Tja, in Regnum herrscht wahrscheinlich freie Meinung. Scheinbar nicht. Weil sie mehr das auszusetzen hat.
Anyway, wenigstens ein bisschen. Kauf Leben, Equip. Monsterschreck. Lol, die hatten ein Monster jetzt angegriffen. Wahrscheinlich war auch wieder Buggy. Ah, der Gorion ist hier. Jetzt greift er mich wahrscheinlich wieder an. So. Jetzt brauche ich nur noch ein Spieler. Yes. Für die Quest. Dann bekomme ich auch wieder sehr viel Erfahrung. So, und da muss ich nur noch Eisen. Ich muss mal dabei sein, wenn wir die Eisen angreifen. Aber die haben jetzt momentan sowieso keine Edelsteine, da müssen wir sie nicht angreifen. Irgendwann werde ich die Quests danach erledigen können. Schildwand ist wahrscheinlich ein Warzone-Ding als Warmaster. Den will ich auch gerne mal sehen. Aber wahrscheinlich sind es nur Auren und nicht ein Wand aus Schilden. Ich glaube kaum, das können die Entwickler doch nicht animieren. Wie so ein Schildwall aufgebaut wird oder so. Ich frage mich, was jetzt als nächstes kommt. Ich frage mich. Es kommen sicher noch mehr Pets, die extrem viel kosten da. Und alles Mögliche. Also, ich weiß jetzt nicht. Was ist neu? Die zwei, immer noch die zwei. 5000 für ein Dor-Tandelgleiter. Tauscht 8 Zaubergeschwindigkeit für 15% Heilungsbonus. Ist eigentlich nur für die Bäschchen nützlich, oder? So. Also, dann gehen wir mit. Nach Eferias. Aber das zeige ich dann nicht mehr ganz. Eben wie man es erobern, aber nicht wie man die Warzone-Punkte bekommt. Das ist dann zu lange für das Video. Und wir sehen uns dann, ja, wir machen dann immer jetzt momentan Folgen eben mit diesen Sachen. Dann seht ihr es genug. Dann seht ihr genug Invasionen natürlich. Und jetzt geht es ja auch relativ gut, also... Einmal gestorben jetzt, weil ich einfach nicht so vorsichtig war. Natürlich zu viel wollte. Aber es geht schon relativ gut. Barbaren sind immer ein paar Level weiter. Die sind einfach recht stark und zäh. Und deshalb können sie schon viel früher richtig offensiv attackieren. Alles mögliche. Aber wenn so ein mega starker Barbar ist, der 1000 Schaden an mir macht... Dann ist es klar. Also er ist nicht mega stark. 3000 machen die starken. Aber es ist einer, der mich noch gut Schaden machen kann. Mal schauen, wie lange es jetzt noch geht, bis ich auch Level 60 bin und danach fett Schaden mache. Ja, so eine Magnetwaffe werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Nie wollen. Macht aber auch nichts. Es ist eben nur, macht nur mehr Schaden, hat keine Besonderheiten. Nur eine Waffe, die mehr Schaden macht. So. Dann schauen wir mal. Herbert wird noch nicht angegriffen. Was, wie heißt der? Primfaktor-Zerlegung. Kenne ich jetzt noch nicht. Vielleicht ist es ein Nebencharakter. Ein Twink, oder wie die heißen. Und... aber er ist ein interessanter Name. Würde ich aber nie nennen. Vielleicht werde ich den Charakter mal umbenennen, aber zu einem, dass ich einfach... dass die anderen Leute sehen, dass ich irgendwie vom Livestream bin oder so. Den ich ja dann mache. Aber im Dragobase kann ich mich nicht nennen, weil scheinbar der Account, der gebannt wurde, noch existiert, der Charakter auch und so. Die sollen den löschen, fertig. Ah, nicht nochmal. So. Schönes Regenwetter habt ihr, Süden.
Richtig toll. Da genießt man es schon fast. Und der Glasberg ist dort hinten immer noch da. Also es ist immer noch aus Glas. Das wird eigentlich gar nicht richtig angezeigt. Nun gut. Klippe. Oh Gott. So ein Wort, wo man nicht, also so ein Satz, wo man nicht aussprechen kann. Also ich vor allem jetzt gar nicht. Dafür fehlt mir Konzentration. Der nächste. Okay, dann greife ich den halt an, wenn ich den nicht angreifen will. Ja, genau, der Gap ist dort hinten. Das ist gute Verteidigung. So, der. Telefonkette. Ah, das ist ein Stahltor jetzt. Ist natürlich klar, dass die die Festung gut ausrüsten. Aber wir schlagen das jetzt durch. Schaut, wir haben schon Hälfte. Oh, 1106 schon. 11. 1157, okay. Wir machen Fett Damage. Moin, Heli. Ah, Meli. Tach. Ich schreibe immer Tach. Oder Grüezi schreibe ich manchmal. So, ich gehe mal mit dem Ritter mit. Mit dem Eiskill. Den kenne ich ja auch erst seit heute irgendwie. Wahrscheinlich auch wieder einer, der nicht so oft gespielt wird. So. Kann das wahrscheinlich sowieso noch nicht einnehmen, aber einfach mal nach oben. Da ist niemand. Okay, dann gehen wir nach oben. Vielleicht wieder ein Jäger, aber das glaube ich kaum. So, gehen wir ganz nach oben. Jetzt haben wir 2500, also haben wir 200 bekommen, ja. Hat sich nicht so gelohnt, aber natürlich nehmen wir einfach alles ein und dann bekommen wir von allen Punkte. So. Oh, schön Glasdach. Kommt. Ja, ich muss dann noch umskillen auf Stunts. Und was muss ich noch machen? Ah ja, die Quests abgeben. Aber ich habe noch nicht 20.
So. Ja, komm, ey, nicht fließen. Ja, ja. Oben steht immer noch die falsche Sprache. Ich will nicht mit ihm reden, ich will ihn angreifen. Ah. So. Gut. Sieht das schön aus. Ja, das gefällt mir. Aber ich mag's von der Architektur nicht so gut gerne wie zum Beispiel Shannarit oder das Imperial Castle. Ja, okay, das Imperial Castle sieht fast noch ein bisschen hässlicher aus. So. Also, dann beende ich den Part und okay, wir gehen noch kurz hoch. Im nächsten Part geht es dann weiter mit den Fortschlachten. Mal schauen, ob ich dann Alcius kann. Jo. So, Dele. Hier ist da nichts. Also, wenn hier nichts mehr passiert, sage ich bye, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.